Schade, ich hab den Gegner da noch nach dem Kampf mehr als mir machen. So. Ist das jetzt noch einer? Oh nein, warum? Noch den letzten. Das krieg ich. Talzahnkrone. Neuer Codex-Eintrag. Bandit. Ach so. Banditen. Banditen des Kreuzerkartells fechten mit der Zähigkeit der Strafe. Hunger, Verzweiflung, aber auch Gewinnstreben und Abenteuerlust ließen diese Männer zu den Waffen greifen. Meist treten sie mit artigen Einhandschwertern an. Manch ein Messer, aber auch der Diebschein des Feindes gelungen. Jetzt mag man vielleicht fragen, warum ich das jetzt vorgelesen habe, aber das habe ich jetzt, glaube ich, nur gemacht, weil es irgendwie relativ wichtig gewesen, glaube ich. Ah, okay. Jo, Pflanzenkunde. Level 1, jetzt kann ich zumindest die ersten Pflanzen pflücken, wie es scheint. War noch. Ah ne, Heilkunde war das, ne? Die ich hier erhöht habe. Verletzen lassen, ja, genau. Wirkung, okay. Heilung von, ja, okay, ja. Das ist aber auch nicht schlecht. Pflanzenkunde könnte ich danach machen. Oh, ich will nur noch. Ach, das ist doch meine Schwester. Er ist keiner von Voraks Leuten, mich einiges gekostet, einen Bräutigam zu bringen. Tröste dich. Als Ehefrau werde ich Falk das Leben zur Hölle machen. Ich meine, wenn die Hochzeit überhaupt stattfindet. Das klingt, als hättest du einen Plan. Vielleicht verschwindet plötzlich der Trauring oder sogar die jungfräuliche Braut. Schöne Ausrede. Wenn du wieder weglaufen willst, such dir eine nettere Gegend aus als den Molchenberg. Dann wird es leichter, dich zurückzuholen. War doch ganz bezaubernd dort. Witzig. Chiron, hör mir zu. Diese Zauberkraft im Molchenberg. Ich glaube, sie hat etwas in mir geweckt. Wir beide haben irgendwie das Zaubern gelernt. Ja. Vielleicht sind wir Magiedilettanten. Das wird oft erst spät entdeckt. Das meine ich nicht. Was meinst du dann? Chiron, ich... Was denn? Nein. Na, komm. Das ist doch alles, ja. Wenigstens einmal. Ich musste das wenigstens einmal tun, bevor ich Falk heirate. Ich wollte es auch. Es war... Oh nein. Das war der Plan, weißt du? Und jetzt? Naja... Hier sieht uns niemand. Chiron, das ist nicht komisch. Das sollte etwas Besonderes sein. Ich bin kein Bauernmädchen, mit dem man sich nebenbei hinter der Scheune vergnügt. Nicht? Nur ein Flüchtlingsmädchen, das es mit Blutsverwandtschaft nicht so genau nimmt. Wenn ich schon was Verbotenes mache, dann soll es sich wenigstens lohnen. Hat mir mein Bruder beigebracht. Lass uns fliehen, du heiratest. Nö, die will den ja eh nicht heiraten, ne? Du darfst ihn nicht heiraten. Wir gehen weg von hier. Wir beide. Wir versetzen deinen Trauring und lassen Vater etwas Gold hier. Das wird leider nicht so einfach. Der Trauring ist weg. Er ist weg? Jemand hat ihn aus unserem Zelt geholt, als wir im Molchenberg waren. Ich habe es erst heute Morgen entdeckt. Der Ring war alles, was wir hatten. Und er war gut versteckt. Der Dieb muss genau gewusst haben, was er suchte. Der Schmuggler, der uns den Ring verkauft hat. Wahrscheinlich hat er dem Dieb einen Hinweis gegeben. Darum ist er so schnell wieder abgehauen. Aber der Dieb müsste noch in Wahrung sein. Kriegst du raus, wer den Ring gestohlen hat? Bringst du ihn zurück? Ich suche inzwischen diesen Schmuggler. Mal sehen, wie schnell er wirklich ist. Viel Spaß, du Biest. Wenn es die Götter wirklich gibt, neue Quest. Warum lassen sie zu, dass ich so verrecke? HP, Quest aktualisiert, so viel. Ja, und Kalandra hat dich geküsst. Ja.
Die rätselhafte Grabe verwirrt ihre Gefühle und auch deine. Da fangen wir doch einfach mal eine Inzucht an. Seid ihr wenigstens alles in der Familie. Meine Güte, die Gabe, seit sich dein und Kalandras Blut vermischte und dadurch diese gerätselhafte Gabe in euch erwachte, sind Fortsetzungen leicht zu verstehen. Mit ihr kannst du zaubern, indem du deinen Feind etwas raubst. Ihre Lebenskraft oder Essenz, was sie auch ist, sie verwirrt Kalandras Gefühle und deine. Nekromantie? Aha. Ich kann nur Nekrophilie, aber... keine Ahnung. So, was ist denn jetzt genau die Quest? Finde jemand, der den Dienst beobachtet haben könnte. Ach so. Was ich eher finden müsste, ist unsere Rika. Kaion! Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir helfen? Mein Auftrag. Jemand hat meine Familie bestohlen. Hast du etwas gesehen? Ich kenne hier nur einen, der sich mit euch anlegen würde. Borak der Schläger. Kurioser Name. Borak ist nicht ungefährlich. Wenn die Rondrianer nicht hier sind, spielt er sich als Herrscher des Flüchtlingslagers auf. Er erpresst Schutzgeld von den Leuten und wenn sie nicht zahlen, raubt er sie aus. Und er hat eine Menge Leute unter seinem Kommando. Mal sehen, ob er wirklich so hart ist. Wo finde ich ihn? Sein Zelt steht hier im Lager. Verpasse ihm einen ordentlichen Denkzettel. Den hat er verdient. Er steigt mir die ganze Zeit hinterher und langsam fallen mir keine Ausreden mehr ein. Mal sehen, was ich tun kann. Mehr Informationen? Nee, auch nicht. Okay, Ach Gott. Also, Rika. Auf bald, Chiron. Der Husten hört schon wieder auf, Mama. Reden wir die Seuche. Darung und seinem Umland kursiert seit einigen Monaten eine mysteriöse Seuche der Bevölkerung, deren Ursprung nicht bekannt ist. Kalandra. Borak. Der Schläger Borak. Rika. Seine lebensfrohe junge Warunkerin, die sich aber auch gerade in der Stadt auskennt. Rio? Ach so. Und Rian selbst. Die Rondrianer haben Warung befreit und herrschen hier mit eisernen Horn. Sie wollen alle Spuren der Nekromanten ausmerzen. So, und das Questtagebuch sagt, stell Borak zur Rede. War ich hier schon mal? Ne, ich bin hier noch nicht drüber gelaufen, das wüsste ich. Das scheint wirklich doch so eine Wegfindung zu sein, eher. Von netten Leuten. Und ist das hinter diesem Mauern hier mit dem Zettel an der Wand? Ja, ist es. Das war schon so ein Kurzlager. Natürlich. Aha, bist du nicht der Bruder der süßen Kalandra? Bist du nicht der selbsternannte Tyrann der Weststadt? Ich kann dein schlimmster Albtraum sein, wenn du hier nicht verschwindest. Weißt du, wisst ihr, wie der aussieht? Im Film, wie heißt das? Machete. Der Typ. Ich finde, der sieht so aus, vom Gesicht her zumindest. Zum Punkt kommen. Rück den Ring raus. Ich weiß, dass du ihn gestohlen hast. Träum weiter, Junge. Und jetzt, hau ab! Kämpfen. Ja, kämpfen wir. Vergiss es, ich gehe. Ach, nein, Quatsch. Ja, du feige Ratte. Mach dich weg! Nein, Quatsch. Will ich gar nicht mehr. Die kämpfen. Aha. Bist ja, du? Ja. Ja, ja. Ich. Zum Punkt kommen. Rück. Kämpfen, so, hier. Entweder du gibst ihn her, oder ich hole ihn mir. Ah, ich befürchte, die Wachen kommen auch. Jetzt reicht's! Thank you.
Natürlich kann ich die Pflanze nicht töten. Aber ich kann die Kurse. So wie es scheint. Aber was flüchtet er? Der ist doch auf dem Boden. Kalandras Tauring. Aber bitte, flüchte doch nicht. Ich dachte, wer ist hier der Obermacker, der vor nichts Angst hat. Wo ist denn da wieder auf dem rechts, rechts? Nach links hat er keinen Weg vorhin. Ich flüchte einfach. Ach, nicht ich flüchte, sondern ich gehe einfach zum Ziel. Das ist... Oh Gott. Auch. Die Gesichter sind, wenn die Bugs nicht wären, gut gemacht. Der ist keiner von Boraks Leuten, oder? Nee, die sind ja auch alle kaputt. Der ist keiner von Boraks Leuten. Warst du erfolgreich? Oder? Ach, war ich. Jetzt kannst du dich hübsch machen für den Herrn Bräutigam. So schlimm wird es schon nicht. Vielleicht heitert dich das hier auf. Erinnerst du dich an die Urkunde aus dem Molchenberg? Auf der Suche nach dem Schmuggler bin ich Priodan Karstiks Frau begegnet. Ihre Kinder haben sich so gefreut, als ich ihnen die Urkunde zurückgebracht habe. Bitte. Sie haben sich mit ein paar Heringen bedankt. Aber die habe ich gegen etwas eingetauscht, das besser riecht. Hier ist dein Anteil. Sagen wir als kleiner Dank für meinen Retter.